Heute geht's um klassische Naturheilverfahren. Dr. Probst and Carlisle. Wir leben heute in einer Zeit, in der alles, was nicht genau Schulmedizin ist, in fast allen Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen und so weiter mies gemacht wird und als unwissenschaftlich verkauft wird. Da weiß die Schulmedizin von heute die Quacksalberei von übermorgen. So, das ist gar nicht bös gemeint. Wissenschaft muss sich entwickeln und entwickelt sich und man erkennt immer wieder, dass Sachen einfach unsinnig sind. So wie die zytotoxische Chemotherapie wahrscheinlich in 20, 30 Jahren erledigt sein wird und jeder wird mit einem Bedauern zurückschauen. Aber manche Sachen haben eben Bestand und das sind wirklich die klassischen Naturheilverfahren. Die modernen Naturheilverfahren hat Pfarrer Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelt. Er hat die 5 Säulen ausgestellt, einmal die Hydrothermotherapie, die Phytotherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie und Ordnungstherapie. Wie man weiß, hat ja Pfarrer Kneipp sehr viel mit Wasser auch behandelt. Er hatte übrigens selber eine Tuberkulose und ist dann auch im Winter immer zum Lech gelaufen und ist in den Lech, also so ein Fluss, gesprungen, auch bei Minustemperaturen und hat so seine Tuberkulose auskuriert. Deswegen fand er Wasser besonders wertvoll und die erste Säule ist die Hydrothermotherapie. Hydrowasser und Thermo heißt eben Wärme- oder Kältereiz. Ja, und dann die Phytotherapie. Da gibt es milde Pflanzen, wie zum Beispiel auch die Kamille oder Salbei und auch stärkere Pforte. Pflanzen, die auch zum Teil giftig wirken können. Und aus diesen Pflanzen sind auch viele heutige Arzneimittel entwickelt worden, schulmedizinische Arzneimittel, wie zum Beispiel das Aspirin aus der Weiderinde. Ja, und auch das Taxol zum Beispiel aus der Eibe. Und man muss auch sagen, dass früher die toxischen Substanzen wirklich auch in der Medizin angewendet wurden. Tollkirsche zum Beispiel, Belladonna bei Parkinson war ein wichtiges Mittel oder Stramonium war ein Mittel gegen Asthma, ist eine hochtoxische Pflanze. Und so hat man sich dem angenähert und hat quasi versucht, aus der Pflanze den Hauptwirkstoff irgendwie zu analysieren und dann zu synthetisieren. Aber man hat vergessen, dass andere Dinge, die in der Pflanze sind, eben auch eine Wirksamkeit haben. Und die Wirkung, die Giftwirkung zum Beispiel dann eher abschwächen oder moderieren. Das ist ganz wichtig. Reinhard Thoma, sagtest du, es ist hier Aloe, aber das ist Agave. Das ist ein natürliches Süßungsmittel aus dem Agavendicksaft. Es wirkt antientzündlich, antibakteriell, gegen Verdauungsstörungen, handreibend und ist auch gut für die Haut. Wir sind ja quasi umgeben von Pflanzen, die man auch als Heilpflanzen verwenden kann. Jetzt hier haben wir zum Beispiel den Olivenbaum, ja, der sehr viele Polyphenole enthält, die unter anderem Blutdruck senken wirken, die Blutfettwerte verbessern, möglicherweise sogar eine krebshemmende Wirkung haben. So gibt es hier diverse Pflanzen. Da hinten ist der Eibisch zum Beispiel. Eibisch ist eine Pflanze, die den höchsten Schleimstoff Anteil aller europäischen Pflanzen hat und deswegen zum Beispiel bei Husten eingesetzt werden kann oder auch bei Durchfall oder auch bei Verstopfung, also bei beiden Dingen ist der Eibisch wirksam. Wir sind umgeben quasi. Ja, überall in der Natur gibt es Kräuter, Pflanzen, Früchte, die irgendwo eine heilende Wirkung haben. Das heißt ja auch immer, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, gegen jede Krankheit. Selbst die Hildegard von Bingen, meine Namenspatronin, hat sich sehr gut mit Kräutern ausgekannt und damit therapiert. Ich gebe zum Beispiel vielen meiner Patienten Strophanthin, diese Pflanze Strophanthus. Das ist bei Patienten mit Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen oder tolle Mittel für Husten, Salbei, Thymian. Genau, Thymian ist eins der wichtigsten Mittel bei Husten. Den kann man quasi bei allen Formen des Hustens einsetzen, sonst muss man ja beim Husten immer unterscheiden, ist er trocken oder schleimig und je nachdem gibt man beim trockenen Husten eben Schleimstoffe. Eibisch
habe ich gerade erwähnt, das ist ein typischer Schleimstoff. Spitzwegerich zum Beispiel auch Schleimstoff, beruhigt dann eben die Schleimhäute. Und dann beim schleimigen Husten, den man lösen will, kann man dann eben andere Dinge einsetzen. Zum Beispiel Efeu, so ein typischer schleimlösender Wirkstoff. Oder zum Beispiel Pfeffer, gutes Mittel gegen schleimigen Husten. Oder auch die Primöl. Das mit dem Pfeffer, das wusste jetzt ich nicht, dass er bei Husten hilft. Wo hast du das her? Das ist jetzt meine ayurvedische Medizin, so gegen Halsschmerzen und Husten. Ah, okay. Das mache ich häufig gerade auch mal. Ich denke, sie nehmen die Pfanne, Pfeffer dazu, Knoblauch und ein bisschen Pecorino. Und dann esse ich das. Kommen wir zur Ernährungstherapie. Knoblauch ist auch sehr wichtig zur Blutdrucksenkung. Es wirkt auch antiparasitär, antientzündlich. Und überhaupt die Ernährungstherapie, es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben mit vielen Pflanzen, gute Fette, Öle, ja auch Butter oder Ghee in der ayurvedischen Medizin, Omega-3-Öle. Schauen, das ist einfach antientzündlich und sind auch fürs Gedächtnis und hilfreich gegen Demenz, Alzheimer. Ja, oder auch Kokosöl. Gut ist zum Beispiel auch, wenn man Kaffee trinkt und ein bisschen Kokosöl dazu gibt, statt Milch, weil Milch wirkt wieder verschleimend und entzündungsfördernd. Ja, es simuliert auch ein bisschen den Milchgeschmack und der Wechsel ist gar nicht so schlimm, von Milch auf Kokosöl zum Beispiel, um was umzuwandeln. Dann trinkst du eigentlich deinen Kaffee mit Kokosöl oder mit pflanzlichen Öl, Milchprodukten? Ja, also zum Teil, zum Großteil mit pflanzlichen Milchprodukten, aber manchmal auch mit Kuhmilch, schmeckt leider besser. Aber dann halt ist auch wichtig von Kühen, die Gras fressen, Weidekühe und biologisch gehalten werden. Aber man muss natürlich sagen, dass Ernährung sehr umstritten ist. Man kann quasi, wenn man in wissenschaftlichen Datenbanken recherchiert, für alles Argumente finden, was man tun soll oder nicht tun soll. Was aber viel unumstrittener ist, ist eine weitere Säule der Kneippschen Naturheilverfahren, das ist die Bewegungstherapie. Schon als junger Arzt habe ich ja Naturheilkunde unterrichtet für Ärzte und auch Heilpraktiker. Und da ging es dann immer darum, dass ich gesagt habe, ja, wenn jemand Krebs hat, dann muss er sich auch bewegen, Bewegung ist wichtig und so. Und da wurde ich auch noch verlacht. Aber nach und nach gab es so harte Fakten, so gute Studiendaten über Bewegung, dass man sieht, dass zum Beispiel Patientinnen, die einen Brustkrebs hatten, ein um 50% niedrigeres Rezidivrisiko haben, wenn sie sich regelmäßig bewegen. Und es ist ein Effekt, der ist weitaus höher als jede andere Behandlung. Im Grunde genommen müssen die Onkologen sagen, ob sie jetzt diese Chemo machen oder nicht, ist egal, aber kaufen sie sich Turnschuhe und gehen sie los zum Joggen. Aber man muss ja nicht unbedingt nur joggen. Es reichen ja auch forcierte Spaziergänge oder tägliche Spaziergänge. Einfach mal eine halbe Stunde raus in die Natur und sich bewegen. Bewegst du dich denn genug? Also ich gehe jeden Tag schwimmen. Also ich gehe tatsächlich sehr viel spazieren. Früher bin ich auch Marathon gelaufen. Aber so in meiner jetzigen Lebensphase genieße ich tatsächlich das, so wie du sagst, auch einfach ruhig in der Natur spazieren gehen. Und man weiß auch, dass es gar nicht so wichtig ist, welche Form der Bewegung man macht. Nur, dass man sich bewegt, ist absolut wichtig. Und die letzte Säule der Kneippschen-Therapie ist eben die Ordnungstherapie. Und in der Ordnungstherapie geht es nicht darum, wie schön man sein Zimmer aufräumt, sondern es geht darum, wie man sein Leben ordnet. Wann man aufsteht, wann man ins Bett geht, wie viel man schläft, wie viel man aktiv ist, wie viel man sich bewegt, wie viel man arbeitet, wie gut man sich entspannt. Und da gibt es dann auch Methoden natürlich, die dann später eingeflossen sind in dieses Thema Ordnungstherapie, wie zum Beispiel Entspannungsmethoden. Man hat dann das Qigong da reingenommen, Yoga reingenommen, die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsund. Also verschiedene Elemente, um zu entspannen, passen alles in dieses Thema Ordnungstherapie. Und das ist nachweislich auch gesund. Ordnung muss sein. Und weil jeder, der mich kennt, weiß, ich schaffe das auch nicht jeden Tag, diese Ordnung.
da müssen wir das jetzt einüben. Und ein Teil der Ordnungstherapie ist natürlich auch wieder die Bewegungstherapie und deswegen auf geht's, wir bewegen uns jetzt. So, und Sie bewegen sich jetzt bitte auch. Bleiben Sie gesund. Werden Sie gesund. Ihre Dr. Hildegard Muhle. Ihr Dr. Rainer Probst. Auf geht's. Es gibt keine Therapeuten, es gibt keine Patienten, es gibt nur Menschen.